Hi! So, ich bin so ruhig, weil es noch gar nicht losging. Ich habe nur gerade noch ein bisschen was eingestellt und vorbereitet. Ich schließe den Stream nur warm laufen, weil ihr kennt es ja, es dauert manchmal ein bisschen, bis man die Benachrichtigung kriegt. Und jetzt ist sie gekommen. Servus Matthias! Servus Genius! Hallo Paul! Hi Revan! Hi Manu! Valhalla! Hi! Mein Gott, das ist, hier ist ja jetzt gerade jeder vertreten. So, ich hoffe, es geht euch gut. Leute, denkt dran, heute Abend, 21 Uhr, Mario Kart 8. So, ich habe gerade gesehen, ich habe da Infos zu einem Ziel. Das will ich jetzt mal gerade noch schnappen. Also, ich will gerade mal einen der Templer erlegen. Chewie, Chewbacca und auch der Wookie sind da. Das freut mich total. Und Paul, du kannst mich am Arsch lecken da mit deinen 18.000. Ich werd den Preis hochschrauben, definitiv. Ab morgen. Falls die Gräfin ihre Meinung ändern, werde ich sie ausweiden und eine Marionette auf Lundens Thron Oh, setzen sehr gut. müssen. Aber Stoe scheint ein guter Mann zu sein. Ich traue ihm Ab vorerst. morgen wird es wieder die Facecam geben für den 24-Stunden-Stream. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Die wollte ich eigentlich beim nächsten Stream machen, aber da habe ich mir gedacht, ach komm. So. Ach, da hinten ist das Ziel. Skull! Ich würde gerne die Geschichte hinter diesem Bild haben. Aber ich glaube, das wird nicht gut für mich ausgehen. Valhalla, kennst du das auch? Wenn du gehend unter der Dusche bist und Angst hast zu ertrinken. Leben am Limit, sag ich da. Er war ein schlechter Abenteurer, weil er den Pfeil nicht ins Knie bekommen hat, meinst du? Das sind ja 24 Stunden, der geht von morgen nach übermorgen. Paul, hast du gestern meinen Tattoo-Witz noch mitbekommen? Ich habe keine Reaktion von dir gehabt, ich war traurig drüber. Scheiße. Naja, ich bin auch ein Wikinger, kein Attentäter. Was? Ich war total traurig, weil ich von dir keine Reaktion bekommen habe. Wenn ich mir einen Krankenwagen mit Tütü tätowieren lasse, habe ich dann ein Tütü-Tattoo? Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt unter Schilden, das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger, Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren, als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. Naja, das war jetzt, glaube ich, der Erste, der nicht abgehauen ist von mir. Okay. Sehr gut. Ach, sehr gut. Ich habe Informationen gefunden. Das ist gut. Paul, du brauchst nicht zu schreiben. Ich weiß, dass du stolz auf mich bist. Oh, fuck.
Das war ja, Paul, der Spruch war ja gestern in der Situation. Der hat sich in der Situation ergeben. Au, scheiße. Ich sollte keine Streams lesen, während ich gerade verfolgt werde. Und ich habe die Steuerung wieder vergessen. Weg, 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 weg. Der hat aber gut gepasst, Paul. Okay, also bei Matthias macht es scheinbar Probleme. Das lese ich jetzt aus der Nachricht raus. Der hat gestern gepasst. Manu, sei ruhig. Ah, ja. Kotzt mich auch echt an. Bambusleitung ist noch ein Kompliment. Ich glaube, wie ich bin, habe ich natürlich dafür gesorgt, dass ich keinen Schnellreisepunkt in der Stadt habe, wo ich jetzt ein paar Aufgaben machen muss. Ton passt. Ja, der Ton hat ja auch noch keine Probleme gemacht. Das ist ja wirklich mehr das Bild. Jo, Paul, bis gleich. Oh. Ja, alles klar, Patrick. Wir schieben es einfach woanders hin. Ja, okay, bringt nichts, ich muss da runter. Ah, hi, ja, Patrick, ich bin der Neue. Wie geht's dir, Patrick? Alter, der hat einen Sprung drauf. Oh, du Depp! Ich bin Steintaucher. Ach komm, ich kann überall hochklettern, nur an dieser Stelle natürlich nicht. Huh.
Wird teuer? Was? Oha. Ich schreibe diesen letzten Eintrag nachts im verblassenden Schein einer einzelnen Öllampe. Es scheint, dass unser Werk in Britannia durch Mächte, die sich unserer Kontrolle entziehen, vereitelt wurde. Doch das stimmt nicht ganz. In gewisser Weise tragen wir die Schuld. Jahrelang haben wir an den Säulen dieses Imperiums genagt. Ein paar Säulen gefällt, wenn das Fundament zu stark schien und ein Kaiser zu ehrgeizig war. Aber es gibt eine Grenze dessen, wie viel Stützkraft ein Gebäude einbüßen kann, ehe es einstürzt. Wir hätten vorsichtiger sein müssen, besser auswählen, besser planen müssen, um Freiheit zu erreichen. Aber wir haben Britannia von jeglicher Struktur befreit und nun ist das Dach eingestürzt. Ein dunkles Zeitalter kommt auf uns zu. Die Bürde, das Licht zurückzubringen, lastet nun auf der nächsten Generation. Wie schnell dies geschehen kann, vermag ich nicht zu sagen. Meine Hoffnung hat mich verlassen. Nein, ich mache keinen 48-Stunden-Stream. Ich bin froh, wenn ich morgen den 24-Stunden-Stream schaffe. Hier, Paul, ich bin dabei. Oh, Matthias, dann viel Spaß. Okay. Ach, guck mal da bin ich jetzt wieder in dem Startgebiet. Ah, Matthias, dankeschön. Punktefarm. Die Monster. Oh, mir geht's gut. Das Einzige, was mich heute. Also, ich habe heute schon einiges geschafft. Wohnungstechnisch. Ich habe mein Filmregal eingeräumt. Einiges an Spielen. Mit dem Vater haben wir eine Uhr hängt. Ein paar. Sag mal, es sind noch ein paar Stellen vorbereitet worden, damit ich. Ich wollte die Kette hochklettern. Jetzt frage, komme ich da wieder hoch? Ah. Damit wir morgen noch ein paar Sachen aufhängen können. Ah. Und nachher kommt noch Herd und der ganze Kram hoch. Und Matthias, Monster, weil die Punkte ja immer nur gegen mich eingesetzt werden. Deswegen Monster. Eben, so wie es Thomas gerade macht, das meine ich. So, ich brauche den Schnellreisepunkt auf jeden Fall noch. Zu Spaß für den Flex. Eieiei. Matthias, wenn du den Flex hinkriegst, wenn du das schaffst, kriegst du von mir was aus dem Fanshop ausgegeben. Apropos Fanshop, ab heute, danke für die Überleitung, Matthias, das war jetzt nicht geplant. Ab heute, für die nächsten 4 Tage, gibt es in unserem Fanshop auf alles keine Versandskosten.
Das ist die Frage. Will man es, wenn man es hat? Verdammt! Nee, weil Felix, das liegt an mir, an meiner Bambusleitung. Vergammelter Käse, lecker. Ach, ich weiß ja auch nicht, beim letzten Mal ging es eigentlich dann. Ich habe den Stream nachgeschaut, da gab es zwei, drei Stellen, wo es geruckelt hat, aber im Großen und Ganzen gab es kein Problem. Warum es jetzt auf einmal Probleme gibt, weiß ich nicht. Das Versprechen. Du weißt, dass ich die Clips löschen muss, Matthias. Oder dass ich sie lösche. Bogen. An Flo's neuer alter Leitung, muss man eher sagen. Ich lösche die Clips einfach, damit nicht irgendwann, wirklich irgendwann was passiert mit ja, copyrighten, so ein Scheißdreck einfach. Mir ist das inzwischen einfach zu heiß. Ich halte mein Versprechen. Die Leute haben es auch mitbekommen. Ich will da... Du sollst da auf dem Seil hochklettern, verdammte Scheiße. Leck mich vom Arsch. Lusern dich doch selbst. Sieben Sporteinheiten in der Woche. Eieiei. Ja, viel Spaß. So, kleine Info an euch. Ich beende den Stream jetzt gerade und guck mal kurz was an der Einstellung und dann geht's hier auch direkt los. Ich wollte nur eine kleine Anzahl noch warten, weil ich ja die Folgen für YouTube auch schneide. So. Wir sehen uns gleich wieder. Kann sein, dass ihr die Seite in einer Minute nochmal neu laden müsst.